So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder ein kleines Tutorial. Und zwar geht es um die Bombsite B auf Inferno. Wenn ihr als T-Seite angreift, versteckt sich hier gerne ein CT in Y quasi. Kann ihr gut abaimen, was in der Banane kommt. Und CT-Start ist gut gedeckt eigentlich. Also sind ziemlich schwierige Pussy-Posy und ist auch ziemlich oft von CTs besetzt. Und für das Ganze gibt es eben den Molotow-Cocktail zu werfen, der genau da hinten landet. Und den finde ich genial und den werde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Der ist auch gar nicht schwierig, aber extrem effektiv, ja. Also ihr geht hier an die erste, zweite, an die dritte Säule, ungefähr, stellt euch mit dem Aim so ungefähr in die Mitte, dreht euch, dann ist hier so der Schornstein und die Lampe und ungefähr da in der Mitte geht ihr dann an den Zaun, also direkt über den Zaun und lasst einfach den Molly los und er fliegt dann wunderbar darüber. Und landet genau im Y. Ihr seht, hier brennt alles, hier kann niemand mehr stehen. Und es ist extrem gut, dann ist der Y-Spot raus. Dann müsst ihr im Prinzip noch hier gucken, im dunklen Eck. Das Ganze am besten natürlich mit einer CT und auch mit der Kabelflash kombiniert. Kabelsmoke. Das heißt, ihr kommt hier rauf, müsst nur noch dunkle Eck und die zwei Spots hier abaimen und halt eben eventuell den Brunnen. Aber in Y kann dann schon wieder keiner sitzen. So, gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr die Smokes auch noch sehen wollt, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Dann zeige ich euch die natürlich auch noch. Und dann habt ihr einen perfekten B-Go in Inferno als T-Seite durch die Banane. Ist, denke ich, eine coole Sache. Der Molotow ist extrem effektiv. Jo, ich will es jetzt gar nicht länger ziehen. Und sage danke fürs Zuschauen. Freue mich über jeden Daumen hoch als Support. Ist irgendwie sehr cool, dass ihr mich so unterstützt und jo, ich hoffe, euch gefallen die Videos weiterhin so gut und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.